Jetzt machen wir den Pfannkuchen dazu. Wir haben also jetzt 200 Gramm Mehl. Dann haben wir 200 Milliliter Milch. Machen wir jetzt mal da rein. So. Dann haben wir zwei Eier. Einmal. Und zweimal. So. Dann machen wir rein etwas Salz, etwas Zucker, aber minimal Zucker. So. So. Noch ein bisschen Salz. Und damit es ein bisschen luftig wird, Mineralwasser. Also Sprudel mit Gas. Kohlensäure. Und das war es jetzt erstmal. Vorsichtig verrühren. Also ein Pfannkuchenrezept findet ihr natürlich zuhauf im Internet. Das ist klar. Ich fange jetzt auch nicht an, hier bei mir mit Rezepten rumzumachen. Findet ihr im Netz genug. So, sehen wir jetzt, kommt das Ei dazu. Das müsst ihr jetzt so lange rühren, bis es also klumpenfrei ist, ne? Bis es also richtig fein ist. In dem Zeitraum jetzt nochmal das Rezept. An sich hat man das im Kopf, Pfannkuchenteig. Man nimmt zwei Eier, 200 Milliliter Milch, bisschen Salz, bisschen Zucker, 200 Gramm Mehl und verrührt das alles. Ich rühre jetzt mal weiter. Aber es sieht an sich schon gut aus, ne? Rand noch ein bisschen. Habt ihr einen elektrischen Mixer, dürft ihr den gern nutzen. Dann geht es natürlich alles etwas schneller. Aber wir machen das ja hier alles traditionell. Manche Gerichte kann man auch, man macht eine 8, gerade bei Desserts oder so. Warum, weshalb, warum? Man kriegt dadurch einfach mehr Luft in den Teig oder in die Masse und so wird es natürlich auch nachher schön luftiger. Ne? So. Haben wir das jetzt mal soweit? Das sieht mal gut aus. Dann setze ich jetzt mal die Pfanne auf. Ne? Sehen wir? Setze ich jetzt mal die Pfanne auf. Und in die Pfanne nehmen wir jetzt aber auch keine Butter. Wir machen jetzt kein Crêpe, sondern wir nehmen jetzt Öl. Pfanne ist erhitzt. Öl haben wir drin. Ich habe hier noch so eine Spachtel, wo ich dann immer nehme, um den Pfannkuchen umzudrehen. Ihr könnt auch ein Messer nehmen. Was auch immer ihr da wollt oder auch habt. Dann nehme ich jetzt ein bisschen Teig. War dann einmal rum. Der erste wird immer scheiße. Ja, es wird immer ein bisschen komisch, das ist richtig. So. Macht ein bisschen dicker, auf so 4, 3, 4 mm. Das ist dann quasi Pfannkuchen. Macht das fertig auf 1 mm, dann habt ihr ein Crêpe. So. Kann ich ausmachen? Kann ich ausmachen? Nee, lass das mal. Das ist zu heiß. Oder? Das sehen wir schon, ne? Das ist auch schön luftig. Kann man schon drehen. Sieht man nicht. Gehen wir näher mit der Kamera. So, schön luftig. So, jetzt habe ich ja hier mein Teil. Gucke ich hier mal kurz. Ja, sieht gut aus. Bewegt sich. Wichtig ist bei sowas gut Fett, aber auch nicht zu viel. Wir machen kein fettgebackenes.
Und wichtig ist halt eine Teflonpfanne, ne, wo beschichtet ist. Dann pappt euch das auch nicht an, weil es gibt dann sonst eine Riesensauerei. Oh, stopp. So. So ist er schön luftig, so soll das auch sein. Und dann drehen wir den jetzt auch um. Schauen wir mal, wie es aussieht. Schon fast zu dick ein bisschen. Dann würde ich sagen, drehen wir mal um. Der ein oder andere kann es so. Ich mache jetzt mal keine Experimente hier. Ich dachte schon. So, nehmen wir einfach. So. Wenn man jetzt den Pfannkuchen nimmt, wenn er fertig ist, und man macht nicht auf dem Teller, sondern auf dem Tablett, und man schneidet ihn dann in ganz dünne Streifen, dann hat man im Badischen gesagt Flädler. Das sind dann einfach Streifen, die in eine Rinder- oder in eine Kraftbrühe reinkommen. Das ist dann eine Rinderkraftbrühe mit Flädler. Das ist also nichts anderes wie genau dieser Pfannkuchen. Mm. So, haben wir ein bisschen wieder was gelernt. Soll ja nicht ganz umsonst sein, was wir hier machen. Und dann gucken wir mal. Ja, das sieht doch schon gut aus. Ich kann es mal probieren mit dem Schwenken. Gehen wir mal die Kamera zurück. Okay. Na, geht doch. Ah. Na, guck mal, nochmal, wie es so schön macht. So. Naja. Also, könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht machen. Je nachdem, wie es bockt. Nicht jeder hat so eine Palette. Ihr könnt auch vorsichtig mit der Gabel hantieren. Wir haben aber auch so ein Plastikding. Oder sowas, ja. Also jeder hat ja irgendwas da in der Küche. Ne? So. Wir freuen uns immer über nette Sponsoren und stellen auch gern eines eurer Produkte vor. Schreibt uns doch an unter joschundfelix@gmx.de.